Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Ja, letzte Runde haben wir Burger, Hotdog und Leberspieße gemacht. Das heißt, heute geht es weiter mit den Zitronen-Knoblauchspießen. Zack. Danach machen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Herzkekse, noch eine Suppe und dann geht es ans Verkaufen ran. Wir nehmen erstmal die Hähnchenbrust raus. Ich muss wahrscheinlich dann nochmal einkaufen gehen, weil ich auch keine grünen Chilis mehr habe. Aber wir kümmern uns erstmal um das Fleisch. Dreimal Salz, dreimal Chili Pfeffer. Ganz entspannt. Alles drauf. Dann schneiden wir die Hähnchenbrust und die Zitrone. Das heißt, zweimal Zitrone raus. Und dann kommen die an die Spieße ran. Und dann wird das auch schon gegrillt. Zack. Das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall nochmal Hähnchenbrust und Zitronen. Ich gehe los. Tomaten, 1, 2, 3, 4. Zwiebeln, 1, 2, 3, 4. Grüne Chilis, 1, 2, 3, 4. Aber wo kommt denn dann der Knoblauch hin? Da stimmt doch was nicht. Ich habe eine Zitrone dran gemacht zur Hähnchenbrust. Knoblauch habe ich gar nicht dazu gepackt. Fleisch drauf, Zitronen drauf. Alles nochmal würzen. Salz und Chili-Pfeffer dazu. Alles klein schneiden und auf den Spieß drauf. Ah, ist gerade so nicht auf dem Schneidebrett. Zack. Mache ich die Spieße drauf. Oh, das geht ab. Dann muss ich nur noch das Gemüse braten und dann ist das auch schon fertig. Aber mit Knoblauch hat das gar nichts zu tun. Ich habe auch Chili-Pfeffer drauf gemacht und nicht irgendwie Knoblauch oder so. Es müssen Zitronen-Zwiebelspieße heißen oder so. Oder Zitronen-Hähnchenspieße. Naja, wir nehmen es erstmal so, wie es ist. Drauf, drauf, drauf. Chilis dran. Ja, die Zwiebel muss ich wahrscheinlich einzeln machen, weil so schnell bin ich jetzt dann doch nicht. Machen wir das so, mache ich hier schon mal ab. Bevor ja alles fertig ist. Komm her. So, die Tomate runter, weil die muss noch klein geschnitten werden. Zack, und jetzt kommen noch die Zwiebeln drauf. Ja, ich brauche sehr viele Teller. Ich glaube, ich muss da auch mal neue holen. Bei 50 Leuten, die kommen, da muss man schon genug Teller zur Verfügung haben. Jetzt nur noch klein schneiden und dann ist das Ganze schon erledigt. Ging ja auch relativ unkompliziert. Ist alles gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, die Gerichte, die man hier macht, die kann man doch tatsächlich nachkochen. Das finde ich nicht schlecht. Außer natürlich das mit dem Döner, weil da braucht man den Drehspieß. Und den hat nicht jeder zu Hause. Und ich glaube auch nicht, dass man aus einem Ribeye einen Spieß formen kann. Das glaube ich weniger. Aber sonst, die Pommes kann man selber machen. Die Spieße kann man alle selber machen. Das geht vollkommen klar.
So, dann schiebe ich euch hier rein. Fürs Erste. Dann mache ich neue Herzkekse und Suppe. Zack, wir nehmen erstmal das Hähnchen raus. Für die Zitrone. Einen habe ich nochmal als Reserve geholt. Alles klein machen. Das kommt hier rein. Zweimal Hähnchen. Einmal Zitrone. So. 20. Jawohl. Okay, das kann ich da nicht reinstopfen. Ja, hier hätte ich noch Tomatensuppe. Aber die mache ich jetzt nicht extra. Hühnerbrühe, zack. Jetzt machen wir noch ein paar Herzkekse, nachdem ich hier mein Zitronen-Knoblauch-Hähnchen-Spieß nochmal warm gemacht habe. Zitronen-Knoblauch-Spieße. Zitrone ist doch dran. Petersilie muss noch drauf. Aber das können wir ja ganz klassisch einfach hier noch so drauf packen. Aber Zitrone war drauf. Das weiß ich ganz genau. Aber vielleicht war es zu wenig. Wer weiß. Jetzt machen wir erstmal die Schokolade rein. Einmal Zucker. Einmal Mehl. Und 3 Eier. Okay, hier ist nur noch eins drin. Das nehme ich einfach so raus. Zack. Auch nur noch eins drin. Und da haben wir da drüben noch 9. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall auch noch dreimal was machen. Jetzt ändern wir das zu den herzförmigen Keksen. Zack. Das könnte man bestimmt auch zu Hause nachmachen. Diese Herzkekse. Wenn man so das Rezept hier sich anguckt, scheint es ja auch sehr einfach zu sein. Klar, man muss ein bisschen länger kneten als 2 Sekunden. Und das Backen geht bestimmt auch eine halbe Stunde. Aber so der Rest, der klingt so, als könnte man das ganz einfach nachmachen. Butter rein. Erdbeerscheiben 4. Das heißt, meine 4 Erdbeeren nehme ich hier raus. Die hatte ich extra schon vorher eingekauft. Zucker und Milch. Zählt das als 4? Das zählt als 4. Okay, jetzt brauche ich nur 2 Erdbeeren. 1, 2, 3. Und jetzt können wir das hier schön verteilen. Und wenn es denn so macht, wie ich das möchte. So, fertig. Jetzt müssen wir es nur noch in den Backofen schieben. Und dann habe ich wieder Herzkekse für eine lange, lange Zeit vorbereitet. Alle schön braun geworden, sehr gut. Man muss es manchmal ein bisschen länger drin lassen. Man muss darauf achten, wie sich die Farbe ändert. Das habe ich gesehen. Das war bei den Hotdog-Brötchen genauso. Dass man da lieber noch einen kleinen Moment wartet. Ich werde hier einfach mal bei den 4 drauf tun. Sonst schmeiße ich den einen mal weg. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das Nachteile bringt. Aber ich mache es einfach so. Ich kann noch so einen Greifautomaten holen. Für 10.000. Dann müssen wir halt noch einen Tellerschrank holen. Dann stelle ich hier einfach so 2 Stück dazwischen noch. Haben wir nochmal 20 Teller. Das sollte ja ausreichen für die Menge an Leute, die kommen. 30. 37. Und dann wird ja immer noch aufgewaschen. Klingt auf jeden Fall gut. Ist halt nur die Frage, sollte ich jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen? Ich glaube, ich stelle mal noch einen ein.
auch wenn der 1000 kostet am Tag. Jetzt habe ich aber ganz wenig Geld, nur 229. Aber alles am Start. Ich würde sagen, es geht los. Wir öffnen die Tore des neuesten Restaurants hier im Döner-Town. Ab geht's. Schon komisch, dass eine nach außen, eine nach innen aufgeht. Willkommen, der erste Gast. Der erste Gast. Burger. Vortreffliche Wahl. Gönn dir. So, ich habe lieber noch den zweiten Kellner. Und die soll halt aufwaschen. Nochmal Burger. Ja, schmeckt geil, oder? Herzkekse. Also ich glaube, ich würde es geil finden, wenn die Kunden, die kommen, wenn diese Herzkekse als Nachspeise zählen, dass die auch, ich sag mal, so drei Gänge nehmen oder zumindest zwei Gerichte vielleicht. Das wäre doch nicht verkehrt. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn du schon so drei Gänge machst mit einer Suppe als Vorspeise vielleicht, dann Hauptgerichte und eine Nachspeise, sollten die eigentlich auch alle drei so nacheinander nehmen. Finde ich zumindest. Jetzt kommt die Kohle wieder rein. Er hat wieder magische Fähigkeiten und lässt die Schüssel schweben. Herzkekse sind alle, gar kein Problem. Die werden nachgefüllt. Zitronen-Knoblauchspieße sind auch schon fast alle. Und was er hier will, er will die Zitronen-Knoblauchspieße. Sieht zumindest so aus. Jawohl. Hier hat es gepasst mit der Zitrone. Bei dem letzten Teil war nur ein Stück dran. Obwohl ich es genau gleich gemacht habe wie die anderen. Komisch. Die haben immer noch diesen Teddybären. Dafür muss es mal irgendwie einen Bugfix geben. Herzkekse kann ich gleich wieder mitnehmen. Ich nehme mal den Vierer. Gibt's da einen Bonus? Unnötige Zutat, 120%, okay. Das sind jetzt die Leberspieße. Okay, muss ich mal ein bisschen Platz machen. Ja, neue Leberspieße da. Gönnt euch. Oh, drei Leute direkt. Kann schon fast die nächste Ladung machen. Er will Suppe. Suppe muss ich warm machen. Suppe rein, 20. Ja, 19 geht auch klar. Ja, Leberspieße sind schon wieder alle. Aber schon gut Kohle reingekommen. Ich habe schon wieder 17.000 Leberspieße rein. Ich mache neue Burger. Also Burger habe ich auf jeden Fall noch genug, aber von den beiden Spießen muss ich dann nochmal nachladen. Ich bin schon zwei Level aufgestiegen. Ich war vorher drei Level sogar. Ich war vorher 38. Ja, Burger kommt gleich. Oben Hamburger. Fertig. Leberspieße sind schon wieder fast alle. Warum mögt das so viele? Ich hasse Leber. Ja, gut, dass ich nochmal Herzkekse gemacht habe. Weil die gehen verdammt gut weg heute. Das ist die letzte Portion, ne? An Leberspießen. Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so schnell alle gehen. Ja, super, bin ich gleich wieder da. Dauert einen kleinen Moment. Wie nur Suppe. Zitronenknoblauchteile. Ja, die waren alle wirklich schon kurz vorm Abhau. Gut, dass ich jetzt nochmal schnell gemacht habe. Okay, das scheinen jetzt die letzten Gäste zu sein. Hamburger und Hotdog sind. Ja, die Herzkekse hätte ich mir sparen können. Aber Hamburger und Hotdog sind gar nicht so gut weggegangen. Alle fertig? Ja.
So, ich kontrolliere noch mal nach Dreck. Aber es sieht gut aus. Draußen ist auch nichts. Dann bleibt mir nur abzuräumen. 30.000 habe ich plus gemacht. An einem Tag. Jetzt kaufe ich mir den Greifautomaten. Pass auf. Online-Shop, Stände, Greifautomat. Für 10.000 Glocken. Dann stelle ich da in die Ecke, damit ich auch schön beobachten kann, wie die Leute dafür Geld ausgeben. Ja, erster Tag mit Essen, Kochen und Verkaufen geschafft. 30.000 plus. Ich muss auf jeden Fall neue Spieße machen. Der Rest geht noch. Aber Spieße muss ich auf jeden Fall neue machen. Aber für heute ist hier erstmal Feierabend. Ich gehe ins Bett. 27.700 plus 57, obwohl da stand 39 bis 49. Verrückt. Geil, Brezel freigeschalten. Aber das war's erstmal für heute mit dem Kebab-Simulator. Einiges an Umsatz gemacht, nochmal ein bisschen gekocht. So soll das sein. Nächstes Mal verkaufe ich dann die letzten Gerichte, mache nochmal neue Spieße, lade ich den Gourmet ein und dann geht's weiter. Das war's für heute. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schaut bei den anderen Kebab-Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.